Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum 11. Video der Serie My First Trade. Bei diesem Format geht es darum, dass wir uns langsam gemeinsam vorbereiten auf unseren ersten Trade. Letzte Woche haben wir hier mit über Candlesticks gesprochen und ich möchte gerne den Ball nochmal kurz aufnehmen für alle, die mir E-Mails geschrieben haben. Grüne Kerze bedeutet eine bullische, das heißt, die sind Käufer am Markt, links der Eröffnungskurs, oben der Schlusskurs, das ist High und Low. Genau das gleiche natürlich hier der Eröffnungskurs, bei fallenden Kurs und hier der Schlusskurs. Das sind die Idealvorstellungen. Dann haben wir letzte Woche besprochen, meine Damen und Herren, was sind klassische gute Umkehrbereiche, wenn der Markt fällt und wir so eine Kerze haben, ja, dass so eine Kerze gerne genommen werden kann, um einen Stop-Loss unter dem Tief zu platzieren und eine Wahrscheinlichkeit gerade auf den etwas höheren Zeitebenen für eine Umkehr. Einmal Long und dann haben wir einmal das Beispiel gemacht für Short. Das heißt, wir haben eine Aufwärtsbewegung und dann hier die Bewegung nach unten. Ja, in diesem Video möchte ich gerne eine Stufe noch weitergehen und zwar gehen wir auf die Balkencharts. Und derjenige, der das Video immer dreht und sagt, wieso, Carlos, willst du denn heute Balkencharts besprechen? Ja, du gehst ja wieder einen Schritt zurück. Nein, wir möchten gerne mit euch nächste Woche die geglätteten Kerzen vorstellen, die Heikin-Asche-Kerzen. Und dafür benötigen wir natürlich auch das Verständnis von den Balkencharts, die mit eingefügt werden. Und das möchte ich gerne heute mit euch besprechen. Und zwar, es gibt ja Liniencharts, Point and Figures. Ja, und wir nutzen jetzt für unseren ersten Trade eine Strategie, die auf Basis von Heikin-Asche funktioniert, eine Swing-Strategie. Und wir fügen in diesen Heikin-Asche-Kerzen, die geglättet sind, Balkencharts mit ein. Und die möchte ich euch gerne mal zeigen, wie ein Balkenchart funktioniert. Wir haben hier also einen Balken, einen Strich. Ja, und dann gibt es hier oben links den Eröffnungskurs und rechts den Schlusskurs. Ja, der Balkenchart kann auch so aussehen. Und hier der Eröffnungskurs und da der Schlusskurs. Ja, also was wir hier sehen, meine Damen und Herren, ist ähnlich wie bei den Candlesticks, ist hier der Eröffnungskurs bei einer Shortkerze und da der Schlusskurs. Ja, hier der Eröffnungskurs, da der Schlusskurs. Also links ist immer der Eröffnungskurs, da der Schlusskurs. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt hier den Eröffnungskurs, da den Schlusskurs, eine bullische Variation haben, dann müssen wir daran gehen und sagen, wir haben hier einen Strich, hier unten ist der Eröffnungskurs, da der Schlusskurs, hier ein Strich, da der Eröffnungskurs und hier der Schlusskurs. Das heißt, die Informationen, die wir haben, ja, betrachten muss man oder sollte man immer betrachten, wo ist der Eröffnungskurs, des Querbalken, links oben immer der Eröffnungskurs, rechts der Schlusskurs. Hier ist der Eröffnungskurs, da der Schlusskurs. Links ist immer der erste Querbalken. Und was wir nächste Woche machen und einmal schon vorweggehen, da werden wir auch nächste Woche in die Charts und auch in die Präsentation gehen. Wir versuchen hier drauf praktisch noch Kerzen mit einzubauen. Also ich will die Spannung hochtreiben. Das sind sogenannte Heikin-Asche-Kerzen, wo wir dann auch noch sehen, wo ist der Eröffnungskurs und Schlusskurs. Warum wir uns so viel Zeit damit nehmen? Es ist die Grundlage, es ist Grundbasis und es fängt bei der Grundbasis an, nicht bei der Strategie, sondern bei der Zusammensetzung einzelner Faktoren. Und wir haben ja besprochen, wie funktionieren die Märkte, was ist ein Broker, wo geht die Order hin, mit was für ein Produkt traden wir. Wir hatten ja vor 2 Wochen über den CFD-Handel gesprochen, wir haben ausführlich über den Forex-Handel gesprochen und jetzt sind wir ja dabei, uns um die Darstellung zu kümmern und nächste Woche dann das große Finale mit dem Kerzen, mit dem wir dann den ersten Trade auch eingehen. Ich hoffe, euch hat diese kurze Auffrischung gefallen. Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Woche. Diese Woche ist am Mittwoch die FED-Sitzung. Also aufpassen und wir haben Arbeitsmarktzahlen, die diese Woche rauskommt. Bis dahin gute Trades und viel Disziplin. Bis nächste Woche.